Hallo, schönen guten Abend, schönen guten Tag. Hier die Lotsenfahrt News aus Braunschweig. Hier die News vom 10. August 2011. Ja, am Wochenende war mal wieder richtig was los in der Innenstadt. Hat wieder ein bisschen Show gemacht auf dem Kohlmarkt. Wir hatten ja einen Stand von den Piraten da. Die anderen Parteien haben sich dann auch mal wieder sehen lassen. Ja, unter anderem waren dann ein paar Pfeifen da. Ja, nicht die Pfeifen, die, ne, ich will jetzt keinen Namen nennen, sonst kriege ich wieder eine Anzeige wegen Beleidigung. Nee, man hat so mit Pfeifen und Trommeln was gemacht und ich habe das ein bisschen aufgezeichnet und zeige euch das hier. Bitteschön. Thank you.
Sind aufgesprungen, haben ihn dann des Platzes verwiesen, nachdem er einen älteren Mann im Rollstuhl, der da immer sitzt, auf dem Kohlmarkt und versucht ein paar Mark noch zu kriegen zu seiner mageren Rente, wird auch der Seemann genannt, von ihm attackiert wurde mit einem Knüppel und wie gesagt, ein paar beherzte Bürger sind dann aufgesprungen und haben gesagt, so nicht. Das läuft nicht. Ich habe hier auch ein paar Aufnahmen dazu. Ich zeige keine Gesichter oder Bilder aus verständlichem Grund, aber nur damit ihr seht, um was es auch geht. Nicht mit unserem Seemann. Das ja, ist hat er einen angemacht oder was? Ja. Über Rolf hat er. Nee, das ist machen das wir doch gar nicht bei Rolf. Da geht gar nichts. Da ging der Rolf. Der Seemann. Ja. Wie unser Vater. Oder? Ja, genau. Ja. Deswegen mache ich ja hier gewesen, deswegen mache ich ja da gewesen. Der kann nichts, der macht nichts. Nee. Weißt du? Ich habe ja auch immer ein Auge drauf, weißt du? Ja. Du weißt, was hier für Spacken rumlaufen. Ja, traurig war, dass eben der Stand der Grünen da war, der Stand der Linken, die da war, die nicht eingegriffen haben, als unser Stasi-Kommissar eben den alten Mann mit dem Knüppel bedroht haben. Haben dann aber lauten gemacht, dass einige Bürger sich aufgemacht haben und ihm vom Platz gejagt haben, weil sowas nicht geht. Und dann ist es auch nicht Schilder aufsenken zur Kommunalwahl. Wir machen die Stadt sozialer oder sozialverträglicher oder wir müssen draußen machen, bleiben. Wir können dann Schild machen mit einem Rollstuhlfahrer, wir müssen draußen bleiben. Das geht gar nicht. Also damit haben sie sich auf jeden Fall keine Freunde gemacht. Und die Aktion, dass man ihn vom Platz getrieben hat, finde ich auch berechtigt, weil wie gesagt, es geht nicht, dass behinderte Menschen, die wirklich gerade was tun, hier von jemand attackiert werden. Das geht gar nicht. Und da stehe ich also auch zu den Leuten, die sagen, das geht nicht, wir jagen den hier jetzt vom Platz, wenn er hier Behinderte anmacht. Dann müssen die Herrschaften und gerade hier die Parteien sollten da mal ein Auge drauf haben, statt hier sich gegen die Bürger zu stellen. Ja, was hatten wir noch Schönes? Ja, die Braunschweiger Zeitung hat dann mal berichtet über die Leerstände hier in der Stadt. Mein erster Bericht war am 15.03.2008, wo ich das erste Mal berichtet habe, dass hier immer mehr Leerstände sind. Man wirft mir ja immer vor, ich wäre Pranger TV. Ich werfe eben den Leuten vor, dass sie eine recht lange Leitung haben. Ich meine, es sind drei Jahre und drei Monate vergangen, bevor man hier jetzt endlich aufwacht und sieht, dass die Innenstadt sogar wie kahl ist, dass überall leere Geschäfte sind. Das spricht, glaube ich, für sich. Und dass das drei Jahre dauert, bis man mal hier Gehör findet. Und dann erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen sind, das heißt, wenn die ganzen Geschäfte leer sind, ich glaube, da braucht man gar nichts zu sagen. Jetzt war gerade ein Bericht wieder über das Mangi-Viertel, weil er durch den Schlossbau, weil er mitverantwortlich ist für die der Zerstörung des Mittelstandes hier teilweise, will man jetzt eine Aktion machen, weil wir bei Horten ein Schild anfangen,
aufhängen zum Mitternachtskauf. Hier fängt das Magniviertel auf an. Ich meine, die kleinen Geschäfte im Magniviertel sind wieder die benachteiligt, wenn hier Mitternachtskauf ist. Statt hier wirklich mal was zu machen, geht man immer wieder auf das gleiche Gleis. Ja, und im Endeffekt passiert gar nichts. Und ich finde das eigentlich traurig. Ich habe mich hiermit auch mit Ladenbesitzern unterhalten, die eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Das heißt, es wird schon wieder ein neues Shoppingcenter gebaut und dann, das dürfte der Tod der ganzen Innenstadt sein. Dahin nützt es auch nichts, irgendwelche Schilder aufzustellen. Das Magniviertel fängt hier auf, weil die kleinen Geschäfte im Magniviertel werden nicht bis 24 Uhr aufhaben können, alleine aus Geld- und Personalgründen schon nicht. Sie werden wieder die Benachteiligten sein. Nach der normalen Geschäftszeit ist das sowieso nicht mehr viel los im Magniviertel und ein Friseur, ein Tattoo-Laden oder eben selbst Uhlendorf, der ja noch etwas alt eingesessen ist, wird wahrscheinlich auch nicht bis 24 Uhr aufhaben. Also ist das absoluter Blödsinn, was da passiert. Statt wirklich mal hier, gut, ich hätte eine Lösung für das Thema, aber ich hänge mich da nicht mehr rein, weil ich bin ja sowieso hier immer der böse Anprangerer und auf mich hört man sowieso nicht, weil ich ja ein belgischer Bastard bin. Also gucke ich das Elend noch ganz in Ruhe an und lache mir einen dabei. Ja, was hatten wir noch? Ja, wie die Braunschweiger berichtet, sind für 26 Millionen Medikamente vernichtet worden für die Vogel- und Schweinegrippe. Ich habe seither immer in meinen Filmen darauf hingewiesen, dass das ein großer Humbug ist, dass da nur die Pharmaindustrie dran verdient. 26 Millionen hat man der Pharmaindustrie in den Rachen geschoben, statt hier Arbeitsplätze zu schaffen. Für 26 Millionen hätte man hier anständige Arbeitsplätze in Niedersachsen schaffen können. Stattdessen beschäftigt man hier einen Eurojobber zum Kippen aufsammeln oder eben für Industriebereiche oder sonst irgendwas und schiebt lieber 26 Millionen der Pharmaindustrie in Rachen. Politische Verantwortung, so wie sie immer trommeln, ist natürlich nicht geschehen, geschweige von der Presse oder aber auch in der Landesregierung oder hier in der Stadt Braunschweig, ja, die dafür verantwortlich werden, dass man diesen Mist mitgemacht hat. Wie gesagt, 26 Millionen an Medikamenten vernichtet für Medikamente für Schweine- und Vogelgrippe, obwohl ich die ganze Zeit darauf hingewiesen habe und einige Leute auch, dass das der größte Humbug ist. Ja? Die Pharmaindustrie lacht sich ins Fäustchen und die Herrschaften bleiben immer noch an ihrem Posten. Personelle Konsequenzen hat das wahrscheinlich nicht. Ist einmal kurz aufgeflammt und Feierabend. Ich finde sowas traurig. Statt sich an die niedersächsische Verfassung, Artikel 6 zu halten, das Land Niedersachsen hat Wohnungen und Arbeitsplätze zu schaffen, wovon die Menschen leben können, schiebt man lieber 26 Millionen der Pharmaindustrie in den Rachen, die sich denn totlacht über so viel Dummheit. Das geht ja schon gar nicht. Ich meine, gut, wir haben den dümmsten Löwen auf der Welt hier im Braunschweig, der nicht an der Tür, sondern an der Wand gekratzt hat. Deswegen hat man den auch ein Denkmal gesetzt und das spricht Bände. Wie gesagt, also das ist also schön ziemlich heftig hier, 26 Millionen der Pharmaindustrie in den Rachen zu schieben. Und wie gesagt, man hat auch darauf hingewiesen, dass wir nicht genug Lehrlinge haben. Ich habe damals versucht, Leute eine Lehrstelle zu kriegen. Ich habe die Gerichte angeschrieben. Ich habe um Mithilfe gebeten. Ja, man hat sich mit dem Arsch drauf gesetzt und hier jetzt jammert man. Es ist also unglaublich, was hier in dieser Stadt geschieht. Und wenn man Hilfe braucht, wenn man Leute in Arbeit bringen will, wie ich, dann wird man noch verfolgt. Es ist also unglaublich in dieser Stadt. Ja, es geht gleich weiter im zweiten Teil. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann, eure Lucifer.